Als krönender Abschluss der BHV Alpen Challenge, die im Jahr 2015 zum ersten Mal von den BHV-Quad-Händlern Harald Bacher, Uwe Hillmann und Günter Voigt durchgeführt wurde, stand am 22. Februar das Finale in der Eisarena in Achenkirch an. Gefightet wurde in den Klassen Quad, ATV, Side-by-Side und Motorschlitten. Außerdem gab es eine Klasse für Kinder und Jugendliche und auch die Motorradpiloten haben ihren eigenen Platz in der Alpen-Challenge. Charmant umrandet wurde der Cup 2015 von den Maxis Babes, die den Schnee förmlich zum Schmelzen brachten. Wir überholen es dann auch, ja? Und oben eine Überholung. War eine Krimschule, ja? 29 vorne, Shelly Dawson und 32 beide. Insgesamt kann sich das BHV-Team über eine rundum gelungene Premierensaison freuen. Abgesehen von den Schnee-Speedway-Rennen sind im Rahmen der Alpen-Challenge nun auch Läufe im Sommer angedacht.